Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Karrieremodus-Video mit dem FC Bayern. Und ihr wisst es, ich denke mal, die meisten von euch haben die letzte Folge gesehen. Da ging es ins Hinspiel im Champions League-Halbfinale gegen Atletico Madrid. 2:0 gewonnen. Das heißt, das Rückspiel ist eigentlich schon so gut wie sicher durch. Vorher gibt es allerdings jetzt noch das Spiel gegen Dortmund. Ihr wisst es, das Spiel gegen Dortmund machen wir natürlich immer, weil es einfach das Spiel gegen Dortmund ist und das die meisten von euch einfach aussehen wollen. Und ja, morgen gibt es dann direkt das Rückspiel gegen Atletico Madrid. Und wenn wir das gewinnen sollten, stehen wir im Champions League Finale. Höchstwahrscheinlich gegen Barcelona, denn die haben das Hinspiel 3:0 gegen Club Brügge gewonnen. Und ja, das sind jetzt, ihr seht es, die letzten Termine. Hier steht auch noch das DFB-Pokalfinale gegen Schalke an. Also, solltet ihr auf jeden Fall ab sofort keine Folge mehr verpassen. Also, schaltet jeden Tag jetzt die Karriere ein. Ihr wisst es, immer Montag bis Freitag, 13 Uhr. Lasst natürlich auch gerne heute wieder ein Like da, wenn euch die Folge gefällt. Und schreibt natürlich gerne wieder eure Wünsche in die Kommentare, was ihr noch so in der Karriere hier sehen wollt, welche Spieler ihr noch sehen wollt für die nächste Transferphase. Wie gesagt, Gabriel Jesus, den werden wir auf jeden Fall verpflichten. Haben sich richtig viele von euch gewünscht. Und bevor wir ins Spiel starten, wollte ich nochmal ganz kurz hier den Teambericht anschauen. Und zwar, boah, Donnarumma, 7 Punkte verbessert. Ich wollte nochmal kurz die Spieler schauen, die wir ausgeliehen hatten. Der Typ 99 Tempo, Bailly 92 Tempo als Innenverteidiger. Boateng 83, ist immer noch gut dafür, dass er 30 Jahre alt ist. Alaba 88 Tempo nur. Naja, boah, guckt euch die Werte an. Komm, wir kommen mal ein bisschen die Werte durch. Habe ich fast noch nie gemacht. Alter, Messi nur noch 76 Tempo, leider. Ronaldo nur noch 66 Tempo. Alter, dein Ernst? Na egal, kann man nichts machen. Ronaldo ist trotzdem immer noch gut genug, um es mit den anderen aufzunehmen. Süle nur 65 Tempo, könnte auch ein bisschen schneller sein. Ja, der hat natürlich 99 hier, Martial. Das ist klar. Und sonst, naja, sind die Werte ganz gut bei allen hochgegangen, würde ich sagen. Und hier kommen wir zum ersten verliehenen Spieler, Niklas Stark. 78er Rating, der hat sich gar nicht verbessert, Alter. Emre Mor 74 hat sich auch nicht verbessert, ey. Der auch nicht. Das ist so unnötig, dieses Jahr im Karrieremodus die Spieler zu verleihen, weil die sich eh nicht verbessern. Naja, egal, kann man nichts machen. So, also, ab geht es ins Spiel gegen Dortmund. Dembele wird spielen gegen seinen Ex-Verein. Süle wird auch spielen, das ist ja auch sein Ex-Verein. Wir haben Süle ja von Dortmund geholt. Reus hätte ich gerne ausspielen lassen gegen seinen Ex-Verein. Geht allerdings nicht, weil er verletzt ist. Dafür spielt Pazlak auch gegen seinen Ex-Verein. Alter, wir haben 3 Ex-Dortmund-Spieler. Okay, mit Reus hätten wir sogar 4. Boah, wir haben mal ein bisschen durchgewechselt, Leute. Mal eine kleine B11 an den Start gebracht. Dembele, Lewandowski und Co. sollen auch mal wieder ein bisschen spielen. Außer Neymar, den will ich spielen lassen, damit wir einen, ja, relativ krassen Spieler am Start haben. Leute, ihr wisst es, falls ihr noch Bock habt auf meinen blauen Nice-Pullover, checkt gerne mal meinen Shop aus. Erster Link in der Beschreibung, kommt ihr direkt zu meinem Shop. Ihr wisst es, wie immer, gratis Autogrammkarte gibt es auch dazu. Den gibt es noch in grün, in blau und... Und dann geht es auch schon los ins Spiel. Leute, falls ihr noch Bock habt auf meinen blauen Nice-Hoodie, checkt gerne mal meinen Shop aus. Erster Link in der Beschreibung, kommt ihr direkt zu meinem Shop. Den gibt es natürlich in rot, in grün und noch viele weitere Sachen gibt es auch noch. Gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Könnt ihr gerne mal abchecken. Danke an den Einzelnen. Müsst ihr natürlich nicht machen, trotzdem. Danke an jeden, der das macht. Und wir schauen uns mal kurz die Tabelle an. Wir haben 7 Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Das heißt, wenn wir das nächste Spiel gegen Dortmund gewinnen sollten, hätten wir 9 Punkte Vorsprung, beziehungsweise hätten wir auch immer noch 7 Punkte Vorsprung. Aber es sind dann nur noch 2 Spiele. Also auch wenn Leverkusen gewinnen sollte, wären wir jetzt schon Meister, wenn wir dieses Spiel gewinnen. So, Süle steht bereits gegenüber Sebastian Rode, Ex-Dortmund-Spieler gegen Ex- Bayern-Spieler und es regnet. Wir machen mal kurz den Regen aus. Ich finde, ja, Regen irgendwie nicht so geil, deswegen. Und jetzt stehen Pogba gegenüber hier gegen den 14er. Ich weiß nicht, wer das jetzt ist. Los geht es. Bayern gegen Dortmund. Immer für mich eines der geilsten Spiele der Saison. Ich denke mal für euch auch. Auch wenn... Boah, Pato. What? Dortmund hat sich Pato gegönnt. Ich dachte gerade, den Typen kennst du doch irgendwo, ja? Alexandro Pato. Jetzt bei Dortmund. Ey, das finde ich echt geil, Mann. Ich finde dieses Jahr im Karrieremodus echt die Transfers relativ geil, Alter. Weil irgendwie auch mal so ein paar Spieler, wo man gar nicht denken würde, dass die auf einmal beim Verein sind, auf einmal zu irgendeinem Verein wie Dortmund oder was weiß ich, auf einmal da sind. Lozano hat sich Dortmund ja auch geholt mit der Nummer 14. Also, den ein oder anderen Neuzugang haben sie schon geholt, ihr wisst es ja. Aubameyang ist ja leider gewechselt. War natürlich klar. Auch wahrscheinlich jetzt im echten Leben wird Aubameyang ja nach dieser Saison, denke ich mal, wechseln, ob dann zu Real Madrid oder was weiß ich, wird man dann sehen.
Aber Dortmund wird den wahrscheinlich nicht halten können. Leider. Wär ziemlich geil, Alter. Weil für die Bundesliga ist einfach ein geiler Spieler. Aber ich denke mal, das wird nichts. Der wird, denke ich mal, wechseln. Aber ist auch ein anderes Thema, wie gesagt. Hier im Karrieremodus ist er auch gegangen. Und ja, dafür hat sich Dortmund den einen oder anderen Neuzugang geholt. Unter anderem halt Alexandro Pato. Keine Ahnung, Aubameyang ersetzen wird er auf jeden Fall nicht. Aber naja, Aubameyang kann man auch nicht so leicht ersetzen. Ich bin trotzdem gespannt, Alter, wie der spielen wird. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein cooles Spiel hier werden. Hier sehen wir nochmal kurz die Aufstellung. Da warte ich doch die ganze Zeit drauf. Von Dortmund. Ja, Pato vorne im Sturm. Lozano linker Flügel, Schürrle rechts, Rode Weigel, Sokratis, Bender, Ginter und Dorm. Also sonst ist die Aufstellung eigentlich so fast gleich. Ich hätte gerne aber die Ersatzbank. Warum haben die Ersatzbank gerade nicht gezeigt? Denn ernst? Na egal, wir starten ins Spiel. Neymar ist bereit. Let's go. So, Leute, Freistoß und gelb wird es, denke ich mal, auch noch geben hier. Ich weiß nicht, wer uns gefoult hat. Wer war? Mario Götze. Okay, gelbe Karte gibt es auch noch und die Freistoßmöglichkeit. Pogba steht bereit. Pogba und Neymar. Wir holen nochmal Dembele dazu, Alter. Aber, okay, die Mauer kriegt jetzt erstmal gelb. Ich wollte gerade schießen. Aber jetzt kriegt die Mauer nochmal gelb. Okay, wir machen es, glaube ich, mit Neymar, würde ich sagen. Komm, wir machen es mit Neymar, Alter. Ich hoffe mal. Der 95er Neymar hier, der muss das doch irgendwie regeln, Digga. Okay, komm, komm, komm. Konzentration, 21 Meter sind das. Come on, Neymar! Boah, was ein Tor von Neymar! Perfektes Ding, Alter. Oh mein Gott, was ein Freistoß. Traumtor von Neymar hier. Alter, alle jetzt in die Kommentare, Hashtag Neymar. Junge, Junge, da haben wir auf jeden Fall mal wieder einen guten Freistoßschützen hier. Alter, der war ja perfekt geschossen. Besser geht's nicht. Besser geht es absolut nicht. Und ihr habt gesagt, wir sollen nicht mehr Ronaldo schießen lassen. Und ich werde Ronaldo nicht mehr schießen lassen. Entweder liegt es an mir, dass ich mit Ronaldo keine Freistöße schießen kann. Oder es liegt an Ronaldo, dass seine Freistoßwerte mittlerweile zu schlecht geworden sind. Alter, Necken, boah, 9 Tore hat der in der Bundesliga. Nicht schlecht für einen Flügelspieler. Junge, krass gemacht, der 95er Neymar. Haut hier so ein krankes Freistoßtor raus gegen Dortmund. Nach 35 Minuten 1:0. Perfekt. Absolut scheiße. Den Ball verloren. Das ist Pato. Und ja, oder aus jeder Situation drauf. Aber der ist gut, Mann. Der ist echt gut. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Der spielt richtig gut bislang. Donnarumma hält uns hier mal wieder einmal im Spiel. Und das ist die nächste Chance. Das ist wieder Pato. Und das hat er wieder nicht schlecht gemacht. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier draus machen. Da hinten ist Neymar wieder frei. Neymar abgefälscht. Das hätte ich besser und anders machen sollen. Was macht er denn? Habt ihr die Aktion gesehen? Das müssen wir mal einer erklären. Er läuft einfach ins Aus. Wir probieren mal hier die Flanke auf 16er Eck. Hat auch geklappt. Schiri. Ja, es gibt Freistoß. Ich wollte schon sagen. Ja, okay. Das hätte nicht unbedingt Freistoß geben müssen, weil Süle hat einfach Scheiße gemacht. Okay. Selbe Situation wie gerade eben. Wir werden es nochmal mit Neymar probieren. Come on, Neymar. Oh, schade. Okay, 2 Freistöße in einem Spiel. Wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass gewesen. Es geht in die Halbzeitpause. Und Neymar wird jetzt rauskommen. Hat gut gespielt. Jetzt wird er seine Pause bekommen. Ihr seht es, er ist halb tot hier. Deswegen, der kommt raus. Kingsley Coman kommt rein. Gnabry kommt auch mal rein für Martial. Den brauchen wir noch später. Die gehen so aggressiv hier drauf, gerade mit so vielen Leuten. Das muss eigentlich jetzt echt gleich das Tor für Dortmund geben. Nein, nein. Ich habe ein Tor gemacht. Und er freut sich noch. Scheiße, Alter. Was war das denn? Ey, ich wollte ihn, weil ich Idiot ihn wieder... Borja macht das Tor, weil ich ihn wieder rauspassen wollte. Ich mache einen Hackenpass ins eigene Tor. Junge, wie dumm kann man sein? Ich wollte ihn wieder rauspassen, anstatt ihn einfach mal wegzuhauen. Einfach mit B wegzuhauen. Ey, 0 Tore. Der hat doch gerade ein Tor gemacht. Warum zählt das als kein Tor? Der hat doch ein Tor gemacht gerade. Oh, 86 Minuten 1:1 durch Klostermann. Aber ich muss sagen, Dortmund hatte sich das verdient, weil die hatten so viele Möglichkeiten jetzt gerade. Die hätten hier schon ehrlich mindestens 1 bis 2 Tore erzielen müssen. Und sie haben es einfach nicht gepackt. Jetzt habe ich es für sie geregelt. Also, naja, kann man nichts machen. Egal, was soll's. Okay, das war's. 1:1 geht das Spiel aus. Wir hatten nur 2 Schüsse. Das waren beide Freistöße, glaube ich. Dortmund hatte 7. Also ihr seht es, das geht vollkommen in Ordnung. Dieses 1:1 ist wirklich aus meiner Sicht völlig verdient. Viel mehr hätten wir ja, ganz ehrlich, eigentlich hätten wir verlieren müssen. Dortmund hatte echt viel Möglichkeiten. Die hätten wirklich mindestens 2, 3 Tore machen müssen. Haben sie leider nicht gemacht. Deshalb ist es für uns gut gewesen. Okay, 1:1, das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt noch nicht 100%ig Meister sind. Sehen wir jetzt allerdings gerade nicht. Werden wir dann
in der nächsten Folge sehen. Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Atletico Madrid. Wir werden Atletico natürlich nochmal ein bisschen verunsichern. Hier ist nochmal der Kader von Atletico. Boah, Oblak, 90er Rating, Alter. Koke, 88er Rating. Junge, nicht schlecht, Alter. Müller immer noch auf 88. Na, Toprak spielt. 85er Toprak ist anscheinend in der Startelf. Ja, wir werden die verunsichern. So, ja komm, die Trainingseinheit machen wir noch. Die Trainingseinheit machen wir noch in dieser Folge. Und ja, komm, Donnarumma, vielleicht kommt er hier nochmal auf 90. Aber ich glaube, das wird schwer, hier auf 90 zu kommen. Okay, Donnarumma verbessert sich jetzt natürlich viel, viel weniger, weil er jetzt schon fast auf 90 ist. Ist natürlich heftig, beziehungsweise ihr seht, alle Spieler verbessern sich natürlich jetzt viel, viel langsamer. Aber es ist natürlich, so muss es auch sein, weil sonst wäre es ein bisschen zu langweilig. Naja, das war's dann soweit von der heutigen Episode. Ich hoffe, das Spiel gegen Dortmund hat euch gefallen. Richtig, richtig krankes Freistoßtor von Neymar. Ah, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Alle Hashtag Neymar in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid morgen um 13 Uhr auch wieder am Start. Dann gibt es nämlich die nächste Folge Karriere und dann gibt es das Rückspiel gegen Atletico Madrid. Und dann können wir den Finaleinzug in die Champions League klar machen. Checkt jetzt gerne noch meinen Shop aus. Erster Link in der Beschreibung, ihr wisst es. Da gibt es hier diesen blauen Nice Hoodie, den gibt es noch in Rot, in Grün und noch viele weitere Sachen. Autogrammkarte gibt es auch noch gratis dazu. Also, falls ihr Bock habt, checkt gerne mal meinen Shop aus. Danke an jeden Einzelnen, der mich damit im Kauf unterstützt. Ihr seid einfach die Besten, müsst ihr natürlich nicht machen. Aber danke an jeden, der es macht. Und falls ihr günstige FIFA-Coins, FIFA-Points, PSN-Cards, was weiß ich, braucht, checkt meine Sponsoren IGPhone und MMOJOS. Links sind auch in der Videobeschreibung. Rabattcode ist auch in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken. Würdet ihr mich natürlich mit dem Kauf unterstützen. Euch kostet das Ganze keinen Cent mehr. Wenn ihr über meine Links kauft, danke an jeden Einzelnen von euch. Ihr seid die Besten, macht's gut. Bis morgen und ciao.